Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, zuerst einmal vielen Dank an die Veranstalter, dass Sie mich da eingeladen haben, hier zu dem Thema zu sprechen. Wie sicher ist unser Pensionssystem? Eine wahrlich spannende Frage. Und es wurde ja schon mehrfach darauf hingewiesen, dass da immer wieder viele Behauptungen im Raum stehen, die das Gegenteil behaupten, also dass es unsicher sei. Ich habe mir überlegt, wie kann ich am besten das für euch aufbereiten. Ich habe mich entschlossen, einen kurzen Rückblick zuerst einmal zu machen und dann in die Zukunft zu schauen. Ich beginne mit dem Rückblick und darf zuerst einmal auf diese Zahlen hinweisen. Und zwar Entwicklung 1995 bis jetzt. Linke Spalte das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, daneben die Pensionsausgaben. Und ich möchte kurz einmal bei dieser Spalte verweilen, Pensionsausgaben, 18 Milliarden im Jahr 1995 und jetzt 39 Milliarden. Wenn man nur diese Zahlen nimmt, und das wird sehr oft so gemacht, dann lässt sich sehr leicht der Eindruck erwecken, die Kosten explodieren. Allerdings sagt eine Zahlenreihe über einen längeren Zeitraum nichts aus, im Gegenteil, sie ist völlig verfälschend. Und das seht ihr, wenn ihr die nächste Spalte euch anschaut, Ausgaben der Pensionsversicherung, also diese Zahlen, die ich gerade genannt habe, relativ zum Bruttoinlandsprodukt. 10,5% im Jahr 1995, auf gleichem Level bis zum Jahr 2005, da war es sogar ein bisschen niedriger. Und dann erst mit der Wirtschaftskrise 2008, 2009 genau genommen, kam eine Steigerung. Die Pensionsausgaben haben sich mehr oder minder normal weiterentwickelt. Das Bruttoinlandsprodukt ist zurückgegangen. Da haben wir dann den Effekt, dass das von 10,4 auf 11,2% gestiegen ist. Das ist richtig, aber das war wirtschaftspolitisch auch eine sinnvolle Sache. Wäre das nicht so gewesen, wäre die Wirtschaftskrise sicherlich viel schwieriger zu meistern gewesen. Damit wurde die Kaufkraft der Renten stabilisiert und auch ein, wie gesagt, Wirtschaftseinbruch in größerem Ausmaß vermieden. Jetzt sind wir bei 11,7, das ist tatsächlich weiter gestiegen, weil die Wirtschaftsentwicklung, weil das BIP sich bekanntermaßen sehr schwach entwickelt hat die letzten Jahre. Interessant dann auch die immer wieder strittigen Bundesmittel. Da seht ihr, dass ebenfalls zwischen 2005 und 2010 ein Anstieg zu verzeichnen war. In dieser Betrachtung haben wir zwischen 2010 und 2015 allerdings keine weitere Entwicklung nach oben. Wichtig noch ganz rechts, die Spalte, die Beitragssätze, sie sind stabil die ganze Zeit, genau genommen seit 1988. Also damals wurde der Beitragssatz das letzte Mal angehoben, glaube ich, damals von 22,7 auf 22,8% und seit damals unverändert die Beitragssatzhöhe. Also von einer Kostenexplosion kann da rückblickend nicht gesprochen werden, wenn man das sinnvoll betrachtet, relativ zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts. Dasselbe hier noch einmal grafisch aufbereitet, die hellblauen Balken, die gesamten Pensionsausgaben als BIP-Anteil und unten die dunkelblauen Balken der Bundesmittelanteil, also auch da wieder erkennbar bis 2005 stabile Entwicklung. Ich komme nachher noch einmal darauf zurück, warum war das, ist es gelungen, das zu stabilisieren in diesem Zeitraum und dann eben mit dem BIP-Einbruch und mit der schwachen Wirtschaftsentwicklung bei den Gesamtausgaben ein Anstieg auf aktuell 11,7. Bei den Bundesmitteln sind wir bei 3% des BIP in der gesetzlichen Pensionsversicherung. Ich komme zum Pensionsalter. Da wird ja auch oft darauf hingewiesen, gut, da wird dauernd geredet darüber, ja, wir müssen das faktische Pensionsalter annehmen, aber es tut sich nichts. Also wenn man sich diese Zahlen anschaut, dann wundert man sich leicht, wie kommt man zur Behauptung, da würde sich nichts tun. Also bei den Männern haben wir derzeit 63,6 bei den Alterspensionen als durchschnittliches faktisches Antrittsalter. 1995 sind wir bei 60,4 gewesen. Das ist ein Plus von 3,2 Jahren. Nimmt man alle, also die rote Linie oben, betrachtet man alle Pensionen, also alle Direktpensionen, also die Alterspensionen plus die Berufsunfähigkeitspensionen, haben wir ebenfalls einen Anstieg um 3,2 Jahre von 58,1 auf 61,3. In beiden Fällen, klar, da tut sich sehr wohl vieles, man könnte das
weiters untermauern. Die Dora Stein hat schon darauf hingewiesen, die Beschäftigungsquoten bei den Älteren gehen massiv nach oben. Das ist das Spiegelbild zum Anstieg des faktischen Pensionsantrittsalters. Also da bewegt sich vieles. Der Kurvenverlauf ist zum Teil etwas schwierig zu verstehen. Möchte nicht näher darauf eingehen. Jedenfalls in der Gesamtentwicklung haben wir eine sehr klare Tendenz nach oben. Hier bei den Männern und hier bei den Frauen, da ist der Anstieg nicht so hoch. Dort haben wir ja nach wie vor die gesetzliche Altersgrenze bei 60. Aber auch hier plus 2,2 Jahre bei den Alterspensionen und 2,5 Jahre, wenn man alle Eigenpensionen in die Betrachtung einbezieht, also auch hier inklusive der Berufsunfähigkeitspensionen. Beides zusammen, glaube ich, Männer plus Frauenbild zeigt sehr deutlich, die Reformen, die gesetzt wurden, die wirken sehr wohl anders als oft behauptet. Zur Höhe der Alterspensionen. Also vorhin war ja in der Befragung zu sehen, was die Menschen sich wünschen. Hier haben wir einen Blick auf die realen Alterspensionshöhen, und zwar auf die Neupensionen im Jahr 2014, das sind die letzt verfügbaren Zahlen, getrennt nach Arbeitern und Angestellten. Ihr seht bei den Männern, bei den angestellten Männern, 50% bekommen mehr bzw. weniger als 2.667 Euro pro Monat, brutto. Das sind Bruttowerte alles, steht auch da, Euro brutto. Ein Viertel erreicht 3.072 Euro, also liegt also über diesem Wert, über diesem Grenzwert. Ein Viertel liegt unterhalb von 2.064. Bei den Arbeitern, Zeile höher, seht ihr, sind die Rentenansprüche deutlich niedriger. Der Unterschied ist noch viel größer bei den Frauen, also Männer, Frauen, da haben wir das eines der großen Probleme, eine der großen Herausforderungen in der Alterssicherung, der sogenannte Gender Pension Gap, also der Unterschied in der Pensionshöhe der Frauen relativ zu dem der Männer, der ist groß. Bei den Frauen haben wir den Medianwert, also diesen 50%-Wert derzeit bei den angestellten Frauen 1.324 relativ zu 2.667, das ist fast nur die Hälfte. Warum ist das so? Es gibt relativ banale Gründe. Einerseits sind die Löhne niedriger, es sind die Erwerbsunterbrechungszeiten viel mehr bei den Frauen und es ist der Teilzeitanteil viel mehr. Und als vierter Punkt, das faktische Pensionsantrittsalter, man hat es vorhin gesehen, ist etwas niedriger. Allerdings erklärt das bei Weitem nicht den Gesamtunterschied. Die Hauptgründe für diesen sehr großen Unterschied sind die arbeitsmarktbezogenen, die ich gerade genannt habe. Und ich glaube, das ist auch in die Zukunft gerichtet, eine der großen Herausforderungen. Ich greife ein bisschen vor, was ich nachher sagen werde. Der Arbeitsmarkt ist eine der ganz zentralen Stellschrauben, wenn wir in die Zukunft blicken und auf ein solidarisches, gutes Pensionssystem auch in Zukunft haben wollen. Und da müssen wir auch bei den Frauen aufholen. Soweit zum aktuellen Stand. Die Bestandspensionen liegen etwas niedriger. Habe ich jetzt nicht mitgenommen als Folie, weil ich nicht zu viel reingehen wollte. Ihr wisst, wir haben ein nicht gerade großzügiges Aufwertungsregime. Die laufenden Rentenzahlungen, Pensionszahlungen werden mit der Inflationsrate nur aufgewertet. Das ist nicht viel. Wenn man das längerfristig dann anschaut, bleiben dann die Bestandsrenten etwas hinter den Neupensionen zurück. Eine kurze Bemerkung auch zum Bundesbeitrag, weil ja der immer wieder politisch umstritten ist und oder eine der zentralen Sachen ist, über die in Österreich diskutiert wird. Da kommt ja vor allem von rechts, sage ich jetzt einmal, von konservativen Parteien und oder liberalen Parteien der Vorwurf, das österreichische System sei defizitär oder sonst wie in Sorge, weil Bundesmittel zugeführt werden müssen. Interessant, wenn man sich anschaut, wie das bei verschiedenen Berufsgruppen ausschaut, im ASVG liegen wir derzeit bei 15% Bundesmittelanteil. In der Finanzierung im GSVG bei den Gewerbetreibenden liegen wir 39 plus 11 bei 50% und bei den Bauern liegen wir bei fast 80%. Da gibt es auch immer wieder etwas unterschiedliche Betrachtungsweisen. Hier ist eine Betrachtungsweise gewählt, wo unterschiedlich ausgewiesen werden die beiden
der allgemeine Bundesmittelanteil und die sogenannte Partnerleistung. Ich weiß nicht, ob das allen bekannt ist hier im Saal. Bei den Gewerbetreibenden und Bauern gibt es seit der schwarz-blauen Reform 2003, 2004 eine Regelung, dass der Gesamtbeitrag dort jetzt auch 22,8% ist. Allerdings der Bund die Differenz zwischen dem realen Beitrag, der eingehoben wird, und diesen 22,8 beisteuert, als sogenannte Partnerleistung. Und das wird in vielen Statistiken nicht als Bundesbeitrag ausgewiesen, weil es ja besonders eigenartig ist. Also hier haben wir das zusammengezählt und ich glaube, das ist die einzig richtige Betrachtungsweise. Wieso ist es dazu gekommen, dass die Pensionsausgaben nicht stärker gestiegen sind in der Vergangenheit? Ich erinnere an die erste Tabelle. Und wieso, ich greife ein bisschen vor, werden sie in Zukunft nicht stärker steigen. Der Hauptgrund liegt in dem, was hier auf dieser Folie aufgelistet ist. Und man könnte noch einiges dazufügen. Es wurden mehr Reformen gemacht, als hier aufgelistet. Aber die zentralen, glaube ich, sind hier dabei. Das Erste, die Bemessungsgrundlage für die Pension. Ihr wisst das alle sehr gut. Ursprünglich waren es einmal die letzten 5 Jahre noch in den 1980er Jahren. In den 1990er Jahren waren wir bei den besten 15 Jahren. Inzwischen ist zumindest pro futuro das umgestellt auf Lebensdurchrechnung. Alle Erwerbsjahre werden in die Pensionsberechnung Eingang finden. Was auf den ersten Blick nach sehr starker kürzender Wirkung ausschaut, ist so stark in vielen Fällen nicht, weil eine neue Aufwertung damit auch beschlossen wurde. Ich habe das extra hier angeführt und möchte es hier auch erwähnen, weil das sehr wenig bekannt ist. Das war einer der ganz großen strittigen Punkte bei der Pensionsreform 2004 und einer der Punkte, in denen wir uns durchgesetzt haben. Also wenn man verstehen will, warum damals der massive Widerstand gegen den Reformansatz der damaligen Regierung bei der Reform 203 sozusagen A, notwendig war und B, welche Effekte der hatte, dann muss man dieses Aufwertungsregime sich anschauen. Da ist dann uns doch gelungen, mit euren Streiks und mit euren Aktionen die Regierung zu einem Einlenken zu bewegen, sonst hätten die heute Jüngeren sicherlich um 20% weniger Pension, als sie nach aktuellem Stand haben werden, weil man diese weiter zurückliegenden Erwerbsjahre jetzt doch fair und viel besser aufwertet, als das damals geplant war. Also Änderung bei der Bemessungsgrundlage. Zweiter Punkt, die Pensionsprozente. Ihr wisst, dass damals waren es noch 2%, wurde auf 1,78% pro Versicherungsjahr reduziert. Dann haben wir inzwischen hohe Abschläge, auch hohe Zuschläge, wenn jemand früher oder später, sprich vor oder nach dem sogenannten Regelrentenalter in Pension geht. Auch ein ganz wesentlicher Schritt, der den Betroffenen durchaus auch wehtut, die da jetzt in diese Abschlagsregelungen hineinfallen. Angleichung Frauenpensionsalter, auch ein wichtiger Punkt. Ihr wisst, sehr umstritten, weil immer wieder gefordert wird, das sollte rascher geschehen. Es ist wohl wirklich der Übergangszeitraum ein langer, abgeschlossen wird dieser Prozess erst im Jahr 2034 sein. Nur diese Länge des Prozesses täuscht ein bisschen darüber hinweg, dass es, wenn man sich das auf Geburtsjahrgänge bezogen anschaut, also keineswegs so ist, dass da allzu lange Übergangsregelungen sind. Geburtsjahrgang 69, 70 bei den Frauen, für die gilt bereits voll das Männerrecht und damit das Regelpensionsalter 65 und der frühestmögliche Antritt im Regelfall 62, Korridorpension unter der Voraussetzung, dass 40 Versicherungsjahre vorhanden sind. Also das geht dann relativ schnell und im Wesentlichen ist es ein bisschen unscharf da, weil es teils auf Monate abstellt, aber 64 bis 69 im Kern der Übergang vom Frauen- zum Männerpensionsalter. Wesentlich ist auch, dass der Zugang zu vorzeitigen Alterspensionen wesentlich erschwert wurde. Wir haben höhere Altersgrenzen, wir haben die 40 Versicherungsjahre, ich habe sie bereits genannt, die jetzt Eintrittsbedingungen sind. Wir haben auch einen erschwerten Zugang zu Invaliditätspensionen, Berufsunfähigkeitspensionen, Programm Reha vor Pension etc. Wir haben mehr Transparenz im System, ist eine wichtige Reform, ein sehr wichtiger Schritt, dieses Pensionskonto. Ich glaube, das ist in seiner
Werthaltigkeit noch nicht so recht durchgedrungen, aber der Sache nach wirklich sehr sinnvoll. Man kann sich das jetzt anschauen. Wie viele Ansprüche habe ich erworben? Was kommt dazu, wenn ich ein Jahr erwerbstätig bin? Beiträge bezahlt werden? Ich glaube, das ist an sich eine Sache, die tatsächlich einen enormen Fortschritt darstellt gegenüber früher, wo das sehr kompliziert war. Und die Angleichung des Beamtenpensionsrechts, auch ein wichtiger Punkt. Ausblick. Zuerst einmal kurz auf die Demografie bezogen. Hier drei Altersgruppen. Die linken Balken beziehen sich auch auf die Kinder und Jugendlichen im Alter bis 14. Der mittlere Block, die mittleren Balken auf die Altersgruppe 15 bis 64, meistens als Erwerbsalter abgegrenzt. Und ganz rechts 65 plus. Die Balken beziehen sich auf die Jahre 1970, 90, 2010, 2030, 2050. Also ganz links 1970. Und ihr seht bei den Kindern, 1970 gab es noch viele Kinder. Da waren gerade die Babyboomer-Kinder sozusagen, also in dem Alter, geboren vor 1970. Und seither ist das relativ stabil und das wird auch für die Zukunft relativ stabil eingeschätzt von den Demografen. Also die Zahl der Kinder soll sich in etwa auf gleichem Level bewegen, auch in den kommenden 30, 40 Jahren. Bei der Zahl der Menschen im Erwerbsalter schaut es etwas anders aus. Wir hatten einen beträchtlichen Anstieg zu verzeichnen zwischen 1970 und 2010, also 2010 in der Mitte. Die 5,67 Millionen, ein Anstieg um circa 1 Million, also in dieser Altersgruppe massives Plus. In Zukunft wird es nicht nach oben weitergehen, vielleicht wird es das ein bisschen ändern, wenn die neuen Demografieprognosen auf Basis der geänderten Zuwanderungsraten kommen, aber allzu viel anders wird es wahrscheinlich nicht sein. Im Wesentlichen wird davon ausgegangen, die Zahl der Menschen in dieser Altersgruppe bleibt stabil. Ist anders als in Deutschland beispielsweise. Ich glaube, da wird mit einem deutlichen Rückgang gerechnet in dieser Altersgruppe. Ganz rechts die Älteren. Und da sehen wir schon, die Zahl der Menschen im Alter ab 65 geht nach oben. Und das ist logischerweise eine Herausforderung, unter anderem für die Pensionssysteme. Ich komme auf das dann nachher noch einmal zurück. Nur so viel einmal zum demografischen Rahmen. Hier Ausblick Lebenserwartung und Pensionsalter. Bei der Lebenserwartung ist auch wichtig, da wird auch oft ziemlich verfälschend ins Spiel gebracht, wie wird sich die Lebenserwartung ab Geburt entwickeln. Wie sich die ab Geburt entwickelt, ist relativ uninteressant für die Rentendebatte, weil dass die Kindersterblichkeit hoffentlich weiter zurückgeht, hat für die Renten wahrlich keine Auswirkung. Also was wirklich bedeutsam ist, ist die Restlebenserwartung ab dem Alter 65. Da wird es dann wirklich, da geht es wirklich um die Rentenkosten dann. Bei den Männern haben wir da jetzt eine Restlebenserwartung von 17,9 Jahren, Anstieg bis 2060 auf 22,4. Vorausgesagt, das sind 4,5 Jahre. Bei den Frauen ähnlicher Anstieg von 21,2 auf 25,6. Also das ist eine Herausforderung, die Lebenserwartung steigt und die Menschen werden im Durchschnitt älter. Auch da muss man aufpassen, der Durchschnitt ist immer so ein bisschen eine Größe, die man mit Vorsicht behandeln soll, weil dieser Anstieg der Lebenserwartung sich sehr unterschiedlich darstellt, je nach zum Beispiel Bildungsstufen. Primär älter werden nach den bisherigen Erfahrungen Leute mit akademischer Ausbildung, dort steigt die Lebenserwartung beträchtlich. Leute nur mit Pflichtschulabschluss sind in einer ganz anderen Situation, dort steigt die Lebenserwartung kaum. Das ist auch eine große soziale Problematik, die sich da dahinter verbirgt. Da müssen wir sehr aufpassen in Zukunft, dass man da nicht alle über einen Kamm schert. Beim durchschnittlichen Antrittsalter wird ein Anstieg um 2 Jahre angenommen und den dann präsentierten Prognoserechnungen zugrunde gelegt. Jetzt Männer und Frauen im Schnitt 61,7. Da wird angenommen, dass das 63,7 sein wird, 2035, auch 2060. Interessanter Punkt, anders als oft behauptet, wird nicht angenommen, zum Beispiel bei den Langzeitrechnungen, dass die Menschen im Jahr 2060 erst mit 69, 70 oder wann auch immer in Pension gehen, sondern mit 63,7 im Schnitt. Das ist wohl 2 Jahre mehr als heute, aber also die totale Änderung ist das, würde ich einmal sagen, auch nicht. Interessanterweise von Menschen, die solche Rechnungen selber erstellen, wenn sie dann vor der Presse stehen, sagen sie, ja, jeder weiß, dass alle bis 70 arbeiten werden müssen. Also die dahinterstehende Logik will ich nicht kommentieren.
Das war der Ausblick zum Pensionsalter, hier zu den Pensionshöhen. Das sind Zahlen, die vielleicht manche etwas überraschen werden. Nämlich, da habe ich mir gedacht, ich bringe das einmal hier in so einem Forum, nämlich die durchschnittlichen Pensionshöhen da in der Mitte. Jetzt sind jetzt Männer und Frauen gemeinsam und ich glaube, da sind auch zwischenstaatliche Teilleistungen dabei. Also diese 1,166 ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. In Wahrheit ist das höher, weil hier alle Teilleistungen mitgerechnet sind, aber das tut hier nichts zur Sache. Interessant, Geldwert 2014. Wie wird angenommen, dass sich diese Höhe in den kommenden Jahren und Jahrzehnten entwickeln wird? Heute 1,166, wie gesagt, 2020 1,232, 1,387, 1,5, 1,7, 2000 im Jahr 2060. Das sind Bruttobeträge. Bruttobeträge. Weil ja sozusagen die Pensionskosten, das ist von der Pensionsversicherung heraus, die rechnen das natürlich mit Brutto, weil das muss die Pensionsversicherung einmal zahlen. Aber jedenfalls der interessante Punkt, die heutigen realen Pensionsleistungen, habt ihr ja vorhin gesehen bei den Neupensionen, wie hoch die jetzt sind. Das ist nur sozusagen interessant, vor allem in der Entwicklung über die Jahre hinweg, dass das natürlich wesentlich höher sein wird in der Kaufkraft als heute, geht in den ganzen Diskussionen völlig verloren. Also den Jüngeren wird weisgemacht, ihr werdet keine Pensionen mehr bekommen, ihr könnt euch nichts mehr leisten, ihr müsst weiß Gott wohin, euch wenden, um sozusagen im Alter über die Runden zu kommen. Und gleichzeitig wird in den Prognoserechnungen, wo es um die Kosten geht, veranschlagt, dass der Realwert der Renten um 60-70% nach oben gehen wird. Was auf den ersten Blick sehr positiv wirkt, wird etwas relativiert, wenn man sich anschaut, wie bei diesen Prognosen die Höhe der Direktpensionen relativ zu den Beitragsgrundlagen eingeschätzt wird. Und da seht ihr, es wird schon eine gewisse Minderung des Pensionsniveaus für die heute Jüngeren zu erwarten sein. Heute ist das etwa 50%, also wenn du die durchschnittliche Pensionshöhe nimmst, zu den durchschnittlichen Einkommen, durchschnittlichen Beitragsgrundlagen, ist das etwa 50% derzeit. In Zukunft soll das auf 45% sinken. Also der Abstand, wenn man so will, zwischen durchschnittlichen Erwerbseinkommen und durchschnittlichen Pensionen wird etwas größer werden. Aber wichtig, der Punkt, die Kaufkraft wird als steigend und zwar sogar deutlich steigend angenommen. Wie ist das jetzt bei den Pensionskosten? Wie schlägt sich dieser Anstieg nieder? Überraschenderweise muss man fast sagen, wenig. Das ist jetzt die Grafik, die ihr vorhin schon gesehen habt in der Einblendung. Oben die Linie mit dem älteren Anteil an der Gesamtbevölkerung, die rote Linie, Zahl der Menschen im Alter ab 65 als Anteil an der Gesamtbevölkerung und unten Pensionskosten relativ zur angenommenen Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts. Ihr seht, vorhin wurde der Wert genannt, 13,9% genau genommen, also linker Ausgangswert etwas unter 15%. Das geht etwas in die Höhe und dann wieder ist es nachher wieder ein bisschen rückläufig. Hellblau die Ausgaben der gesetzlichen Pensionsversicherung, dunkelblau die Ausgaben für Beamtenpensionen. Also von einer Kostenexplosion zu reden in Anbetracht solcher Zahlen ist wahrlich abenteuerlich, würde ich sagen. Ich komme noch zu der Zahl, vielleicht bevor ich ein bisschen inhaltlich noch was dazu sage. Das sind die Bundesmittel, also reiner Steuerfinanzierungsanteil. Wieder oben die Kurve ist die gleiche, also der älteren Anteil. Und unten hellblau gesetzliche Pensionsversicherung, dunkelblau die Ausgaben für die Beamtenpensionen. Beides zusammen, selbst wenn man es nur auf den steuerfinanzierten Anteil bezieht, ein relativ geringer Anstieg. Und hier seht ihr aber auch gleich ein erstes Einfallstor für andere Behauptungen. Wenn man nur die Ausgaben der gesetzlichen Pensionsversicherung ins Kalkül zieht, also die hellblaue Fläche, dann gibt es da einen beträchtlichen Anstieg der Kosten. Das ist ein wichtiger Punkt, der wird immer wieder verwendet und da müssen wir einhaken. Damit bin ich schon bei der Entwicklung der Pensionskosten. Warum wird das immer wieder anders dargestellt? Eigentlich haben wir das, glaube ich, ziemlich gut im Griff, langfristig. Die Finanzierung ist auf einer sicheren Basis, es ist keine Kostenexplosion zu erwarten. Warum wird das immer wieder anders dargestellt? Das eine ist, wir sagen, das ist wichtig, es ist wichtig, die Gesamtkosten ins Kalkül zu nehmen, ins Visier zu nehmen.
Die andere Seite, wenn man so will, bezieht sich auf die gesetzliche Pensionsversicherung und sagt, na, dort steigen aber die Kosten. Damit wird ausgeblendet, dass es massive Kostenverschiebungen gibt zwischen Beamtenpensionen und Pensionsversicherung wegen der vielen Ausgliederungen, ÖBB, Post und so weiter. Die heutigen Beamtenpensionskosten wandern zur Pensionsversicherung. Damit habe ich auf der einen Seite einen Rückgang, aber woanders eben einen Anstieg. Viele werden nicht mehr pragmatisiert und. Da kommen viele Elemente zusammen. Zweiter Punkt bei dieser Finanzierungsdiskussion: Welche Funktion hat der Bundesbeitrag? Ist das eine Defizitabdeckung, wie das oft dargestellt wird, oder ist das ein integraler Bestandteil der Finanzierung unseres Pensionssystems? Wir sagen, letzteres stimmt. Das wurde von vornherein so konzipiert. Ein Teil des Ganzen ist über Steuermittel zu finanzieren. Das ist auch sinnvoll so. Die Alternative wären höhere Beitragssätze. Das, glaube ich, soll es nicht sein. Und eine Senkung der Pensionsleistungen wollen wir auch nicht. Bezugnahme auf Referenzpfad lasse ich aus Zeitgründen hier weg. Die Agnes weist schon darauf hin, dass wir schon etwas am Zeitlimit sind. Aber jedenfalls eine skurrile Sache, nur als kurz vom Stichwort Schüsselreform 2003, 2004. Da wurde ein Pfad definiert, der eigentlich im Wesentlichen zur Folge hätte, wenn man ihm wirklich folgen würde, dass wir in Zukunft weniger für Pensionen ausgeben als heute. Also, wem sowas einfallen kann, weiß ich nicht, aber bei 80% Steigerung der Zahl der Menschen im Alter ab 65. Kurz noch zur Demografie. Wenn man nur die Demografie anschaut, wie es immer wieder geschieht, dann haben wir beachtliche Verschiebungen zwischen den Altersgruppen, die über 65-Jährigen, die dunkelgrauen da oben, ab der Grenze, die steigen, die werden mehr, relativ zur Zahl der Menschen im Erwerbsalter. Sogenannte demografische Abhängigkeitsquote steigt von heute 26 auf 50, das ist EU 27, hier gilt aber für Österreich gleichermaßen, ist ziemlich ähnlich die Bevölkerungsentwicklung. Also wenn man nur die Altersgruppen miteinander vergleicht, haben wir eine beachtliche Verschiebung. Altersgruppen sagen wenig aus. Ganz wichtig ist, und wir betonen das immer wieder in unseren Vorträgen, bitte nicht nur auf das Alter der Menschen schauen, sondern auf den ökonomischen Status der Menschen. Es bringt für ein Alterssicherungssystem oder überhaupt für ein Sozialsystem sicherlich keinen Kostenvorteil, wenn die 30-Jährigen arbeitslos sind. Nur die Tatsache, dass die Zahl der 30-Jährigen groß ist oder die Zahl der 25-Jährigen oder die Zahl der 50-Jährigen allein, sagt gar nichts aus. Die brauchen Arbeit, eine Erwerbsarbeit und eine gute Entlohnung. Dann sind sie auf der Seite sozusagen der Financiers. Wenn dem nicht so ist, dann ist das Gegenteil der Fall. Und das seht ihr auf dieser rechten Grafik sehr deutlich. Da ist die Bevölkerung ab 15 aufgegliedert. In gelbe Felder sind die Menschen, die tatsächlich erwerbstätig sind. Rote Felder sind Leute, die arbeitslos sind und oder Invaliditätspension oder Frühpension oder normale Alterspension, und ganz dunkelgrau am Rand sind Personen, die weder das eine noch das andere sind, Schüler, Studierende, und auf der rechten Seite bei den Frauen viele Hausfrauen. Also wenn man das so und realistisch betrachtet, sieht man, da ist ein Riesenhandlungsbedarf über alle Altersgruppen hinweg in Richtung bessere Erwerbsintegration. Und darauf müssen wir abzielen. Hier seht ihr die Entwicklungen bis 2050, wie sie sich da abzeichnen, wenn man es nur demografisch betrachtet, diese Abhängigkeitsquote demografisch über 65-Jährige zu Menschen in Erwerbsalter steigt um 92%, verdoppelt sich fast, eine riesen Änderung. Wenn man es ökonomisch betrachtet, ist im aktuellen Szenario, Standardszenario, das den Langzeitprojektionen zugrunde liegt, eine Steigerung um 23% erwartet, ist auch nicht wenig, aber natürlich ganz was anderes als die 92%. Würden wir eine gute Beschäftigungspolitik hinkriegen, wäre der Anstieg 12%. Obwohl sich die Demografie so dramatisch verändert, gibt es da Riesenpotenziale. Das ist ganz zentral, müssen wir in der Alterssicherungsdiskussion in den Fokus bringen. Das überspringe ich jetzt, damit es nicht zu lang wird. Strategien zur Bewältigung, Balance, Pensionsarbeitsjahre, die Strategie meistens oben da jetzt einfach Alter hinauf, dann ändert sich die Relation zwischen Pensionisten und Beitragszahlern. Das alleine ist ein evident falscher Ansatz. Der Arbeitsmarkt zählt über alle Altersgruppen, hier die Strategie 2, das ist hier auf Englisch, aber ihr werdet es verstehen. Also da geht es um Ausbildung, Vereinbarkeit, Beruf, Familie, Gesundheit, Arbeitsbedingungen und. Erwerbsintegration in allen Altersgruppen, das ist die richtige Antwort, um das halbwegs im Lot zu halten, Erwerbsjahre zu
Pensionsjahren. Anhebung der Beschäftigungsquoten ist die wirksamste Strategie, um sich auf die Alteren vorzubereiten. Sehr richtiger Satz. Demografie-Report 2008 der Kommission. Leider lässt die EU-Kommission in ihren realen Politikempfehlungen diese Einsicht nicht unbedingt sozusagen wirksam werden. Und zum Abschluss noch drei Thesen zur Alterssicherungspolitik. Ich glaube, wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, jede Form der Alterssicherung kostet viel Geld. Öffentliche Systeme sind kostengünstiger als andere. Also dass es um viel Geld geht, ist logisch, das können wir nicht vermeiden. Die Frage ist, was ist kostengünstiger, was kostet mehr und was kostet weniger? Alles spricht dafür, dass die öffentlichen Systeme die kostengünstigeren sind. Jede Form der Alterssicherung ist Risiken ausgesetzt, auch das ist der Fall. Auch hier gilt aber, die Risiken öffentlicher, umlagefinanzierter Systeme sind in Summe geringer als die Risiken von kapitalbasierten Systemen. Und letztlich, hochwertige Alterssicherung erfordert sozialen Ausgleich. Und diesen haben wir eigentlich nur in öffentlichen Systemen mit Anrechnung, Kindererziehungszeiten und so weiter. Schlussfolgerung, wir brauchen auch für die heute Jüngeren ein starkes öffentliches System. Dafür müssen wir uns einsetzen. Dankeschön.